Hallo. Ja, Leute, die Woche haben wir wieder einiges gedreht. Jetzt hätte er ja gleich, das soll jetzt hier mein Vorwort sein. Ja, ich habe schon wieder viel zu lang gefilmt. Aber, ja, guckt mal. Das ist der Himmel, heute. Es ist gerade trocken geworden, hat den ganzen Tag wieder geregnet. Furchtbar, sage ich euch, furchtbar. Wir haben der 21. April. Letztes Jahr haben wir hier schon in kurze Hose gestanden, sage ich mal so. Und heute, dieses Jahr, mucho frio, schon wochenlang, monatelang, kannst du ja schon fast sagen. Soweit zum, ich will es gar nicht sagen, soweit zum Klimawandel, bla bla bla. Egal. Letztes Jahr warst du trocken, das muss ich auch sagen, da sind wir eigentlich alle ein wenig nervös geworden. Weil du hast ja hier gesehen, das Gras, wir haben hier viele grüne Wiesen und so weiter, das war alles braun. Die Bäume haben mir leid getan. Aber dieses Jahr ist wieder alles anders da. Ich denke, der Boden, der kriegt genug Feuchtigkeit. Es wird Zeit, dass man ein wenig wärmer wird. Weißt du, ich laufe hier rum, habe hier Halstuch an und alles, ich friere mir bald der Arsch ab. Jetzt, gut, es gibt andere Interesse, aber ich bin jetzt eben gerade mal beim Motorrad, das seht ihr ja selber. Ihr habt die Motorräder angemeldet. Die Luftdrücke sind geprüft, der Ölstand stimmt. Und bei dem Wetter, ne? Wenn man dann mit Eisfinger absteigt, das macht auch keinen Spaß. Also werden sie in der Garage ein bisschen hinhergeschoben, dann machen wir alle mal Trockenübungen. Sitze da drauf. Ich hoffe, dass es bald besser wird. Ja, das ist eine. Habe ich noch was? Ich weiß gar nicht, wie was Sarah soll. Es ist ja eh alles für die Füße. Was willst du groß erzählen? Ach, das ist halt einfach. Weißt du, sie wollen uns verbieten, die Politik da, Heizung und was weiß ich, Atomkraftwerke sind abgestellt. Es wird da rumgesponnen mit CO2 und was weiß ich. Und Deutschland will wieder mal die Welt retten. Und ein paar Kilometer weiter, da toben die Panzer. Und die sind alle beide, die Spezialisten. Da komm, ich will mich nicht aufregen, hat keinen Sinn. Ich sage nichts, das ist so viel, die wir darüber reden. Ich glaube, ich sollte lieber das Maul halten, dass ich überhaupt was sage. Ich bin halt einer, ich muss halt immer mal so ein bisschen. Könnt euch jetzt selber Kopf machen. Macht's gut. Beziehungsweise guckt jetzt erst einmal, was wir da gemacht haben. Ich glaube, so ganz interessant war es diese Woche nicht. Und ich könnte jetzt noch mehr filmen, aber das hebe ich mal auf für nächste Woche. Das packe ich jetzt nicht mehr. Es geht ja jetzt schon viel zu lang. Und am Sonntag, denke ich, werde ich wieder die letzte Zeit ist es ja so ein bisschen üblich geworden, dass ich das Sonntagsfilm hochlade. Weil ich habe noch so viel Filmmaterial, was fertig ist. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles zeigen soll. Und da habe ich mir gedacht, mache ich halt sonntags noch was. Weil bei dem Wetter fahrt ihr kein Motorrad. Habt ihr letzte Woche MotoGP geguckt? In Amerika sind sie gefahren. Es ist nicht mehr normal. In der großen Klasse kam er so knapp über die Hälfte an, also im Ziel an. Der Rest hat auf der Nase gelegen. Unbegreiflich. Der Alex Rins hat die erste Honda-Sieg seit Jahren wieder mal rausgefahren. Marquez war nicht da. Aber gut, aber eigentlich auch nur Glück, weil der andere mit der Ducati vorne einfach umgefallen ist. Ja, weiß nicht, warum er umgefallen ist, aber er ist halt umgefallen. Hier. Guckt euch da an, was wir die Woche wieder gemacht haben. Sind wir da all drauf. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ihr habt jetzt den Film gesehen. Das Ding ist jetzt eigentlich fertig. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt heute ist der letzte Tag, ich habe jetzt noch einmal die Hauptdüse größer gemacht. Ich bin jetzt ungefähr bei 133. Ich müsste gleich noch einen Tick höher gehen. Sie läuft ganz gut. Jetzt habe ich mal so grob zusammengerechnet, also wirklich grob. Wir haben jetzt in dem Apparat verballert, also ich, ungefähr 60 Stunden. Jetzt rechnet ihr mal die Stunde mit 70 Euro, da seht ihr ja schon was los ist. Dann haben wir noch einen Haufen Teile gekauft, Reifen, neu, ne? Kostet halt auch Geld. Vergasertechnisch wurde auch noch irgendwie investiert.
Lackierung, das ist top lackiert. Waren auch ein paar hundert Euro im Endeffekt. Sitzbank, Sattler. Ich bin so doof. Da stecke ungefähr 7000 Euro, guckt euch da an. Ne? Ich rechne die Stunde aus, das ist mein. Ich will es vielleicht verkaufen, aber für das Geld kann ich es nicht verkaufen. Ich kann ja keine 7000 Euro nehmen für GBZ 750 Unitrack. Ich kriege doch keine 7000 Euro dafür. Das waren ja mehr. Ich habe ja gar nicht alles zusammengerechnet, ich habe da verschiedene Sachen geschätzt. Dann habe ich ja auf YouTube den Aufruf gemacht, da haben ja viele Leute mir Sachen quasi geschenkt. Ich habe noch nicht reagiert, mache ich aber noch, weil denen will ich ja auch was geben. Ich denke mal, ich werde es bezahlen in Naturalien. Ich schicke den Leuten Würste zu und die Teile, wo ich übrig habe, sind ja noch ein paar Teile übrig. Die kriege ich sauber zusammen, zurecht, die kriege ich sauber geschickt. Es ist einfach nur noch Irrsinn. Der Motor läuft schön, ehrlich, der läuft richtig gut. Ich fahre jetzt halt ein paar Runden. Und wie gesagt, 7000 Euro kriege ich nicht. Ich werde sie irgendwann mal anbieten für irgendwas oder soll mal ein Angebot machen. Ich weiß auch nicht. Für Schenkel tue ich sie natürlich auch nicht, das ist auch klar. Für 2.000, 3.000 Euro geht da nichts. Ich weiß nicht. Und dann stelle ich sie daheim in meinen Keller zwischen die Hondas, BMWs und die alte englische Maschine. Da steht sie dann. Ich habe noch zwei Kawasaki's. Ein Zweizylinder 750B, weiß nicht genau wie sie heißt. Die habe ich noch, die restauriere ich auch nicht. Die läuft, die haben wir hier vor Jahren, haben wir die schon mal im Start gehabt. Die geht. Dann habe ich noch so ein Enduro, 175er, Zweitakt. Und die. Gut, dann soll es so sein. Will mich jetzt, ich war jetzt hier wieder im Fieber. Ne? Wir haben jetzt die ganze Zeit daran rumgearbeitet. Und jetzt ist, sie ist ja schön. Man kann nichts sagen, sie ist ja schön. Gut, die Klinker vorne ist nicht schön. Ich weiß es selber, aber da müssen wir mal welche zulaufen, wo ich dann da vorne reinpassen kann. Da habe ich jetzt noch eine Idee. Und wenn ich jetzt da von den 7000 Euro geschwätzt habe, da habe ich noch nicht von TÜV geschwätzt. TÜV, Eintrauer, Heckänderung, Sitzbank. Ja, das muss eingetragen werden. Und halt TÜV. Und die Luftfilter. Original Auspuff sind ja auch drauf. Da fliege ich noch mal. Da fliege ich doch mal richtig Speck weg. Gut. Ich bin jetzt einfach glücklich, weil ich habe eine Kawasaki 750 GBZ Unitruck. Ich mache jetzt Schluss, ich simuliere nicht mehr weiter rum. Macht's gut. Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja mal so ne, mal E-Mail schreiben oder könnt mich anrufen, was ihr ausgeben wollt für das Ding. Schluss. Entschuldigung. Karl? Ja? Ich habe jetzt hier so ein Kasten Bananenbier, glaube ich, ist das. Das ist aus Holland. Das hat mir einer mitgebracht. Ja. Und da würde ich jetzt sagen, hallo. Ja? Wollen wir es mal probieren? Ja, sicher. Gut. Prost. Ja. Ich habe noch nicht aufgemacht. Ach so. Karl ist doof. Ich habe die Kamera an. Das wird ernst. Gut. Okay. Die Dicke ist schon am Ausmessen? Ja, das ist mein Punkt dran. Die Punkte hast du. Machst du den Bügel dann da weg? Bügel kommt fort. Der kommt fort. Das tut sie ja so hoch. Ja, so ist er ja nicht. Und das Geraffel da hinten kommt auch weg. Pass auf, ich will jetzt ja das Motor da halb schon da fotografieren. Ich lege jetzt los. Heckkürzung. Ein-Sitzbank. Ein-Mann-Sitzbank. In Höckerform. So wie da. Gut. Lampe, LED vorne rein, wenn es geht in dem Lampegehäuse.
Muss nicht im Lappengehäuse sein. Ja, aber große, nicht so mini da. Große LED, das ist ja groß Motorrad. Genau. Ja. Aluschutzblech vorne dran. Ja. Jetzt will der Hochleistungsbremser Stahlflexbremsladung haben. Ja. Weil er sie schön findet, glaube ich. Weil er sie gut findet. K&N-Luftfilter drauf. Dyno Jet Kit einbauen, ist am sichersten. Auspuff sind wir noch am Gucken. Aber ungefähr so in der Form. Ja. Leute, ich habe jetzt hier gerade Spezial stehen. Der Mann kommt aus Frankreich und er hatte Honda und ich soll ihn umbauen als Kaffeeresser. Ich habe mich aber verweigert. Ich habe mich verweigert. Wollt ihr wissen, was für eine Honda ist? Es ist keine Bulldozer, die wo es massig gibt. Es ist auch, na komm, ich will es nicht so spannend machen, ich zeig's euch. Hier, guckt. Seht ihr das? Eine Turbo. Eine Turbo. Also wir haben hier eine Turbo. Das ist was ganz Seltenes. Ne? Also, ich hab's ihn ausgeredet. Weil das ist dann schon ein wenig was Wertvolles. Und sie hat gelaufen 10.000 Kilometer. Sie ist aus erster Hand. Sie ist von seinem Vater. Ja, das ist geil, ne? Und haben wir uns jetzt gesagt, wir tun sie einfach wieder restaurieren, in Anführungsstriche. Weil so ein Turbo, die kannst du nicht zerlegen. Das ist zu selten. Sonst bin ich ja skrupellos, aber das geht nicht. Das geht nicht. Und dann machen wir sie einfach hübsch. Wir müssen ein bisschen nachlackieren, habe ich schon gesehen. Ich kann ja gerade mal hier so gucken. Hier entrosten. Ich mache jetzt hier polieren. Das Rohr, die Deckel hier. Leone. Ständer sieht ein wenig gammelig aus. Das wird alles schön gemacht. Die Schraube wird schön frisch gemacht. Der Auspuff dahin, der wird auch wieder ein bisschen beilackiert. Also hier sehen wir haben ein französisches Nummernschild drauf. Kardan hat alles ein bisschen angesetzt. Das Ding steht schon ewig. Das wird frisch gemacht. Die Bremsen sind fest. Die müssen wir schön die Kolbe gängig machen und so weiter. Und er wird gar nicht lang rumgemacht. Und damit ist alles gut. Oben nochmal, hier sind mal Bremsflüssigkeit ausgelaufen, wie es aussieht. Ja, das wird halt wieder schön lackiert. Der Originallack von der Verkleidung, Tank und so, Seitebleche, das bleibt. Das tun wir nur aufpolieren. Hier unten sind so leichte Risse drin, aber ich bin gar nicht sicher, ob ich das überhaupt mache. Aber das sehe ich dann erst, da will ich jetzt noch kein Geschiss machen. Auf jeden Fall, ich habe eine Maschine gerettet, die darf original bleiben. Das wäre echt furchtbar, ne? So ein Ding auseinander zu schnippeln. Wir gehen dran. Jan, ja. Geh respektvoll mit meinem Honda Rasenmäher um. Den habe ich 1988 neu gekauft. Und der pumpt immer noch. Schmeißen wir an, damit die Leute mal hören, was der hier für einen Sound hat. Rasenmäher. Honda. Ja. Normal beim Eimer geht das bei mir. Man muss Gas geben, oder? Ja. Jan, lass mal. Hier, halt die Kamera. Komm jetzt. Warte mal, Dirk. Das wollen wir mal hier Aufnahme machen. Bleiben wir mal erstmal bei der Sitzbank. Das habe ich ja auch noch nicht so gefilmt. Da hast du ja richtig Arbeit gemacht. Das sieht gut aus. Ja, kannst du drauf lassen.
Ich habe im Sommer ja auch noch was gemacht. Ach, du hast noch was gemacht. So. Aha. Da kriegt er sein Modul-Gadget-Kran, das muss man noch ein Löcher bohren, dass was ordentlich ist. Ja. Der Kraftfilm wieder hier vorne. Und jo. Gut, die Feder muss eingehängt werden natürlich. Ja. Gut, hier ist natürlich wieder das ist ganz toll. Tristan sagt, es wäre kein Problem, ich hätte die Krise kriege, aber. Der hat mehrere Auspuffrohren mitgebracht, gell? Ja, aber. Und du hast dich jetzt für einen entschieden. Der schönste ist der. Ja. Erstens gefällt er mir und zweitens sind die anderen, die gehen ja bis hierhin. Ja, ja, das geht nicht. Die Leo Vinci. Ja. Und da unten hast du auch noch ändern müssen. Hier, da war so ein Rohr dabei, aber das hat dann so schräg rausgestanden. Das habe ich dann hier eingeschnitten und habe das nochmal reingebohren. Ja. Muss ich halt noch ein bisschen Schweißarbeit machen. Ja, sieht doch gut aus. Denke ich auch. Ja. Wunderbar. Ich habe Angst vor dem Bock am Anfang. Angst. Wirklich. Ich habe gedacht, wo fange ich an? Ich habe keinen Plan gehabt, aber... Es hast du aber wieder schön hingekriegt. Ja. Und die Sitzbank, das gefällt mir halt, wie du das da gemacht hast. Denksport, aber es Nein, ist gut. Gut, Mann. Klasse. Ja, super. Ja. Alter, wir haben schon das Samstagabend. Mhm. Die andere, was weiß ich, was sie alles treibe. Ich will es auch nicht wissen. Ich will es auch nicht wissen. Das langweilt mich aus. Ja. Wie sieht es denn hier aus? Gut. Hast du auch einen Funke? Ja, gerade geguckt. Funkt. Funkt. Dann brauchen wir noch ein wenig Benzin hin, glaube ich, für den Tank. Ja, ja, das ist ja hier... Aber du bist doch nicht fertig mit der Elektrik, ne? Du hast noch... Ich muss das Rücklicht nochmal anschließen, weil die hatten das vorbereitet, aber es will nicht. Will nicht? Nee, will nicht. Na ja, gut. Schau mal. Egal. Ich würde sagen hier, es wird langsam dunkel, wir machen jetzt Feierabend. Ja. Hab die Schnauze voll jetzt auch. Alkoholfreies Bierchen und so. Ja, gut. Genau, na, fahr mal heim. Ja. Leg ich uns ins Bett. Nee. Schluss. Mach's gut. Ja, okay, TÜV machen? Ja, TÜV machen. Inspektion habe ich letztes Jahr im September gemacht, aber trotzdem nochmal durchgucken und Ölwechsel, weil ich bin schon wieder 4.000 oder 5.000 Kilometer damit gefahren. Und offene Leistung hast du gesagt? Und offene Leistung. Der hat ja. Ist schon drin oder? Nee. Muss ich machen. Das ist gleich, gucken wir uns das gleich mal an. Ich habe hier mal ein paar Sachen dabei. Ja, aber machen wir weiter, bevor wir da reingucken. Dann wollte ich den Sitz aufpolstern lassen. Aufpolstern? Ja. Der ist mir zu weich, weißt du? Oder. Da kommst du ja noch höher. Ja, genau. Und jetzt kommt das nächste Problem. Die ist mir zu hoch. Die Frage ist, kann man die tiefer machen? Aber nicht, dass ein Schweinegeld kostet, weil ich habe gesehen, da kannst du Dämpfer kaufen für 1200 oder 1400 Euro. Und die, da gibt es auch günstige, aber ich will nicht die Ölins rausmachen, weißt du? Die sind schon gut. Ja, das wird nichts. Der Sitzbank ist zu hoch. Aber jetzt eine andere Sitzbank, wenn ich jetzt eine andere Sitzbank baue, das sind ja auch wieder ein paar hundert Euro. Was kostet das Sitzbank? Also so wie wir das machen mit der Platte und lalala und hin und her, da gibt es mehrere Möglichkeiten. 400-500 Euro sind weg. Ich dachte, da macht er nur das Ding hier rein. So. Nee. Das geht nicht. Du hast doch hier bei dir eine komplette Sitzbank. Guck hier, das geht ja hier. Hier ist doch schon das Problem, dass du hier einen Haufen Zentimeter hast. Ja. Wir bauen die normal hier auf den Rahmen. Ah, okay. Na, dann machen wir das später mal, wenn ich es dann noch ein bisschen umbauen will. Ja, ist gut. Weil ich wollte hinten nochmal, weißt du, das Ding ist mir zu lang, eigentlich wollte ich es nochmal ein bisschen anders machen, aber ja, da reden wir mal. Das wäre dann das, aber dann machen wir dann ein andermal. Das machen wir ein andermal eben. Lassen wir das jetzt hier auch, das ist alles dann gut. Du musst abnehmen, dann ist es nicht mehr zu weich, dann bist du nicht zu schwer. So. Dann jetzt, danke. Bitteschön. Ölwechsel nur als Nachtrag, wird auch gemacht. Gut. Jetzt auf, damit wir wissen, wo du hingehörst. Jan. Suzuki. Bandit. Sollen zwei Sitzer werden, habe ich mitgekriegt. Ja, zwei Sitzer. Kriegst du hin? Ja. Gut. Also bleibt da auch, rechts, links die Halterung. Die mal bleiben dran. Ja. Die Nase kommen wir alle weg. Und. Aber trotzdem Heckkürzung, ne? Ja, klar. Gut. Ja, ich nehme es jetzt nur mal so auf, damit nicht. Lenkungflache vorne, hast du gesagt, soll ich mal machen? Gut, hier der übliche Blödsinn, da alles weg. Bleibt das ja in der Mitte frei oder hast du da was vor? Ja, alles frei, da soll ja dann K&N reinkommen. Okay, also die Halter müssen wir auch wegflexen. Okay. Und die Schwinge, die soll schwarz werden. Schwarz, Glanz. Glanz.
Und das soll auch noch neu lackiert werden, oder? Jetzt will ich nicht, willst du einen ganzen kompletten Rahmen lackieren? Der sieht eigentlich gut aus, oder? Nein, der hat ein paar Kratzer, aber. Nein, den machen wir mit, ne? Ja. Aber brauchen wir nicht viel zu machen. Da wird ein wenig angeschliffen, fertig. Wird nicht viel Geschiss gemacht. Nee, strahlen tun wir den nicht. Nee, weil der ist ja sauber. Ja, ja. Da brauchen wir nicht zu strahlen. Gut. Zwei Sitzer. Und dann Sitzbank. So längs abgesteppt. Ja. Vielleicht mit so dunkelroten Nähten, weißt du? Dunkelrot? Ja, mal irgendwas Rotes. Ja. Und nach den Nähten mache ich dann einen Tank. Ja, okay. Und ich würde sagen, damit das ein bisschen auflockert, der vorne der Fahrersitz wird anders so gemacht, ja, als wie hier hinten. Ein bisschen höher, das wäre nicht schlecht. Ja, und das machen wir auch. Das machen wir dann nicht mit roten Nähten, damit das ein bisschen auflockert. Ja, wie du meinst. Das soll sich mein. Das passt schön, wenn du. Das soll sich mein Sattler Gedanken machen, weil der ist nämlich schlau. Genau. Gut. Damit es halt schön aussieht. No, noch was? Nee, ne? Nee. Gut, aus. Die Kamera auf, habe ich es besser. Ach so, ja. Heckabschneider hast du gesagt. Ja, genau. Nee, machen wir nicht. Kaffeeräse drauf machen. Kaffeeräse aus der 955E. Ich nehme das jetzt hier mal auf. Nummernschildhalter irgendwie ab hier oben. Guck mal hier oben, ne? Hier oben irgendwie. Ja, genau. So, das Rücklicht, das Original. Genau, noch die können wir noch nehmen und die Kennzeichenbeleuchtung wahrscheinlich auch noch. Ja. Da müssen wir uns jetzt hinwachsen lassen. Die Blinker müssen wir halt warisch hinsetzen. Gut. Das ist der ganze Auftrag. Ja, mehr ist nicht. Okay. Okay. Der Tristan hat jetzt das alles soweit, dass hier ein Zündfunke drin ist. Jetzt habe ich hier schon mal Benzin reingekippt. Hier unten ist irgendwas undicht. Da tropft es. Es ist immer wieder wunderschön, ne? Mit den Vergaser. Gut. Mal gucken, ob der Ofen anspringt. Mausekino, alles klar, geht auch. Standgas hat sie halt noch keins. Aber das hat mich gewundert. Sofort abgesprungen. Gut. Kommt noch TÜV auf mich zu. Die BMW hier kriegt noch frische Reife und TÜV. Die KTM kriegt nur TÜV. So. Die Steffi hier im Moped. Das tun wir heute auch alles andere an Nase. Die Sitzbank ist nur provisorisch. Gut, hier haben wir auch noch TÜV, Vergaser irgendwie. Kein richtiger Leerlauf. Die Fireblade, die steht auch schon die ganze Zeit da. Die hat heute auch TÜV. Hier CBX 750. Auch Eintragung und so weiter. Und das ist ja hier ein Schmuckstück, ne, Leute? Guck mal. Das ist doch ein Schmuckstück. Das gehört einem Kettenfetischist. Guck dir mal. Na ja, gut. Ne? Ach, Wahnsinn. Einfach der Hammer. Sogar hier. Na ja, gut. Jeder hat so sein Spleen. Gut. Da müssen wir, weiß ich gar nicht genau, auch offene Leistung eintragen und so weiter. Gut, das ist auch klar. Die wird getüft. Dann kommt die Honda heute auch noch dran. Da habe ich jetzt erstmal den Lenker losgemacht, weil hier oben, das ist immer das Blöde hier. Hier, na, hier, hier steht drauf, was es für Lenker ist. Ein Tomaselli. Na, wo ist, wo habe ich denn die Hand? Da steht's Tomaselli im Lenker. Ich muss die erstmal wegschrauben, damit der TÜV man was sieht. Okay. Gut. Bei der Suzuki fehlt noch so ein Kupplungsring da, irgendwas. Mal sehen, das ist dem Balkgericht. Der Robby hat gemeint, er hätte sowas. Vielleicht kommt er heute oder morgen noch. Na gut. Wie läuft das hier? Ja, ich bin jetzt fertig. Luftfilterkasten rausgekriegt. Ja.
Aber der ging nicht schön raus, ne? Das habe ich mir gedacht. Okay. Der Dirk hat soweit das dahin geschweißt. Ja. Hier muss auch noch Dyno-Jet-Kit bestellt werden. Na gut. Naja, gut. Ach, der Ketteschutz will er dahin auch wahrscheinlich abschneiden, das Stück. Hier hat er schon angezeichnet, weil er ist eigentlich lange, sieht doof aus. Na gut. Dann viel Spaß. Danke. Bitte. So, dann machen wir mal große Inspektion an der Nash. Hast du mal den Motor fotografiert? Da müssen nämlich Ventile eingestellt werden. Der Mann hat schon über 10.000 drauf. Hallo. Das riecht gut. Das riecht gut. Alles an. Okay. Paella machst du, gell? Paella. Gut. In der Sonne, ja. Du bist ja Spezialist. Und bei der Sonne jetzt hier, da lacht sogar die Sonne in der Rhön, wenn du die spanische Paella machst. Ein Traum. Na, ich fotografiere es daher nochmal, wenn es durch ist. Yeah. Gut. Schon angebrannt. Das kann man leider durch die Kamera nicht riechen. Alles gut, die Kamera ist nicht gut. Schade. Schade, ja. Gut. Hier wird gerade Abgasuntersuchung gemacht. Der Ralf hat es jetzt fertig. Es wird aufgeschöpft. Die Paella ist fertig. Ja, geil. Okay. Ihr Leute, der Keller ist ein alter Kollege von mir. Wir sind früher zusammen in Enduro gefahren, ne? Ja. Viel? Ja, das hat schon mal. Ja. Jetzt fährst du Shopper? Jetzt fahre ich Shopper. 57er Shadow? 57er Shadow, Black Spirit. Und was hast du jetzt vor mit dem Apparat? Ich verkaufe. Du wohnst ja, nur erstmal ganz kurz, damit die Leute Bescheid wissen. Du wohnst ja gar nicht mehr in Deutschland. Nee, ich bin, komme aus Fliedenstrut, habe ich bis zum 28. Lebensjahr gewohnt. Jetzt wohne ich in Ungarn, habe 13 Jahre im Oberallgäu gewohnt. Dann hat mich Corona-Politik mit unserem Superpolitiker so zugesetzt, dass ich gesagt habe: Deutschland forever, du kannst mich machen. So. Und jetzt geht es weiter von Ungarn, jetzt wird Hab und Gut alles verkauft und ich werde nur noch das besitzen, was aus dem Motorrad passt. Der Rest wird in Ungarn eingelagert und dann wird ganz Europa unsicher gemacht. Alles mit dem Apparat? Alles mit dem Shopper, mit meiner bösen Manu. Manu hast du genannt. Manu, mein böses, schweres Mädchen. Jo, nach Monte Negro willst du zum Beispiel auffahren. Ne? Ich habe nämlich eine Kundin, habe ich eben gerade schon mal gesagt, nur mal so, wenn du zuhörst. Der Mann fährt den nächsten Tag in Geburtsland nach Montenegro. Der Mann habe ich auch Motorrad umgebaut. Okay. Die ist 100% in Ordnung. Von der habe ich auch hier diese Kaffee-Riesertasse. Die hat sie mir nämlich mal geschenkt. Ja, ich habe gerade auch. Die halligen Ehren, ne? Okay, ich habe gerade festgestellt, Stefan macht gute Kaffee, also. Ja. Kann man trinken. Gut. Also, du machst auf jeden Fall Reisen und du tauchst aber auch irgendwann wieder mal hier in der Rhön auf. Ja, das da besuchst du mich aber. Fliegen, ich sage, wo die Family ja noch, da müssen wir sich auch ab und zu mal blicken lassen und weißt, wie es ist. Wenn du von der Abenteuertour da zurück bist, dann tust du mir Geschichten erzählen, das veröffentlichen wir dann teilweise auf YouTube. Okay. Ich sag doch, welche Frau ich am Start hat. Als Sozius. Ja, alles, wir wollen alles wissen. Ja, okay. Dann machen wir aber extra Set und nicht nur so Wochenrundblick, so zwei Minuten, sondern da erzählst du alles und bringst Bilder mit. Ja, ist das eigentlich schon jugendfrei dann so ab? Das ist jugendfrei, ja. Okay. Bei mir gucke nur jugendfrei. Alles klar, okay. Alles klar. Ich mache jetzt mal aus, sonst dauert es zu lang. Wir schnackeln noch ein bisschen. Und, ne? So, Vergaser sind draußen bei dem Uwe. Ist gar nicht so einfach, gell? Na, ja, es geht. Geht. Nur, wenn ich da so reingucke. So, und was war's? Leerlaufdüse zu. Ja. Yeah. Scheiß. Wie immer. Ja. Kenne mehr. Ich meine jetzt richtig sauber, mache alles. Ja. Und dann hat er keinen Sinn sonst. Fullstes Wetter. Okay, dann noch viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Hast du schon zusammengebaut? Jawohl. Du bist ja schneller wie der Blitz. Naja. Na gut. Dann lass mal laufen. Die Leerlaufdüse war zu. Jetzt erstes laufen. Ohne Ton. Und eiskalt noch. Nein. Ja, handwarm. Handwarm. Stolz auf dich. Komm. Es sah aber jetzt
Das war aber jetzt trotzdem ein bisschen Arbeit hier, ne? Die Vergaser raus. Juck. In der Original-Luftfüller. Aber du hast es hingekriegt, ne? Ja, ja, komm. Na gut. Alles super. Ist nämlich gut. Hier, du bist mir gerade zugelaufen. Wie heißt du eigentlich? Steffen. Steffen, du bist Metzger. Ich bin Metzger. Du machst gut Wurst? Ja. Und du fährst du Gatti? Ja. Wollen wir dir mal angucken? Können wir mal. Dann gehen wir mal raus, Leute. Dann gucken wir mal den Steffen Zeit Ducati an. Hier, du hast ja eine Hightech Ducati, hä? Ja, das Neueste vom Neuesten. Wie heißen die? Ducati Multistrada 950. Multistrada 950. Die hat ja Speicherräder. Ja. Das ist ja eine coole Kiste. 5 Kilometer hast du schon gefahren? 7000. Wie alle sind die? Alles, ja. Hier, ich denke, du wärst Metzger. Hast du, wann machst du Wurst? Moritz. Du fährst ja nur noch Motorrad. Mann, oh Mann, oh Mann. Das Ding sieht aber gut aus. Der Ducati war eigentlich schon immer schön. Cool. Hier, Steffen, mir fehlen die Worte bei der Ducati. Von den Dingen habe ich gar keine Ahnung mehr. Da wünsche ich dir noch viel Spaß mit dem Apparat. Dankeschön. Und vergesst nicht dabei, die Wurst zu machen. Und wenn du das nächste Mal kommst, bringst du Wurst mit. Das mache ich. Dankeschön. Aber maybe I. Gut, dann ist ja alles gut. Dann einen schönen Tag noch. Oder danke dir. Ja, alles Gute. Hier, Pumpe 7. Guckst du? Viertel vor acht. Ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich fahre jetzt an. BMW, alles startklar. Alles gemacht. Neue Reife, Ölwechsel, bla bla bla. Alles gut. Hier von Wilhelm, seiner Yamaha. Dynojet-Kit eingebaut, habe ich glaube ich alles gar nicht gefilmt, muss mir nicht alles filmen. Pico Paco, hier die Soundordnung auf Vergaser gemacht. Da hinten, das haben wir ja gestern schon gehabt, die hat schon gebrummt, alles ist wunderbar. Und ich fahre jetzt heim. Da geht es aktuell nicht weiter. Die Turbo ist die Benzinpumpe kaputt. Müssen wir uns irgendwie noch was einfallen lassen. Alles klar. Ich fahre jetzt heim. Viertel vor acht. Tschüss. Ich schalte noch mal ein. Bin jetzt eben gerade auf dem Heimweg. Ich fahre immer so berühmte Wege. Ich zeige es euch mal. Das sind so die Wege, wie ich so heimfahre. Durch Knatschlöcke und so weiter. Heute war wieder einiges los in der Firma. Es waren coole Leute da, muss ich ehrlich sagen. Hab ich mit denen auch echt gut unterhalten. Jetzt geht es hier wieder so richtig scharf rechts rum. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Ich bin echt ein Glückspilz. Weil seitdem ich das so mache mit meinem Motorräder, ich hab einfach nur Glück. Nee, zu mir kommen auch immer normale Leute, die sind echt in Ordnung. Und wir unterhalten uns auch gerne über Motorräder und dies und jenes. Und es gibt ja auch Aufträge, es ist nicht so, dass es alles nur dummes Gelaber ist. Oh, jetzt hier muss ich wieder aufpassen. Okay. Ich bin froh, dass es euch gibt und dass wir wirklich so arbeiten können, wie wir arbeiten. Jetzt zeige ich gerade mal nach vorne. So. Weißt du es denn, die Kamera läuft eben gerade scheiße. Hier oben ist die Bahnstrecke. Da gab es mal einen Tunnel, oder gibt es einen Tunnel. Da bin ich in den 80er Jahren mal durchgefahren. Ich hoffe nicht. Mit meiner Enduro, aber das gibt immer eine Geschichte. Ich mache jetzt mal aus hier. Ich komme mir jetzt hier gerade auf die Straße. Oh, hier kommt ein Rollerfahrer. Hier ist er, Hammer. Ja, okay. Donnerstagmorgen. Himmel. Blau, aber arschkalt. Mal gucken, was die Dirk macht. Dirk? Ja? Mal gucken, was du so treibst hier. Ah, bei der Yamaha hast du dich sogar schon hinten lackiert, hä? Ja. Gut. Ich bin hier quasi von meiner Seite aus in der Endphase. Du bist von deiner Seite aus in der Endphase? Ja, scheinbar war es auch gut. Schon drin. Der Vergaser haben wir gestern schon in der Dyno-Jet-Kit eingebaut. Das haben wir auch schon, haben wir jetzt gestern Abend noch gemacht. Oh, die Lampehalter sind schwarz. Das ist die neue Lampe, gell? Das ist der neue, muss ich der neue Lampenschirm. Muss ich natürlich auch Hülse dazwischen bauen, weil das hat nicht gepasst, gell? Ja, das ist wie üblich dieselbe. Das ist immer dasselbe. Ja. Gut, Schutzbrecher hast du auch drauf. Jetzt kommt der Deckel noch drauf hin und dann. Okay.
Hier. Ich mal grad, wie das mit dem Abschluss ist. Ach so. Oben das Blech haben wir auch drin für die Elektrik. Die Batteriekasten hast du auch schon. Ah ja. Ganz unten drunter. Ja, doch, hier. Ja, hier. Ja, das ist aber schön. Guck mal, von unten drunter, wie ich den gemacht habe. Das sieht man ja gar nicht. Da waren hier waren Löcher drin im Rahmen. Und da bin ich da dran gegangen, hab da so ein Gestell gebaut. Ja, ja, cool. Und hier haben wir dann Platz für den Auspuff. Ja. Gut, und das hast du, die Sitzbankplatte, ja. So. Da hat doch der Sattler hier schön Maß. Ja, der hat 2,5 mm. Schön gleichmäßig. Da vorne die Ohren dran. Kann der sich dann noch ein wenig biegen, wie er will. Ja, das gut. Ist alles flexibel. Na gut, bis der soweit ist, dauert noch ein wenig. So. Wir machen dann. Ich mache dann vielleicht, wenn ich heute noch oder morgen Zeit habe, die Vergaser drauf. Der Tristan kann ja dann schon elektriktechnisch da weitermachen. Ja. Und dann warten wir auf den Sattler. Hier übrigens, unseren Kirschbaum da hinten. Ja. Der hat die ersten Blüten. Hab ich noch, doch, jetzt sehe ich. Ja, musst du mal gucken. Ich tue die jetzt mal fotografieren. Ich gehe jetzt mal nach hinten. Alles klar, dann schönes Arbeit. Ich mache jetzt da vorne weiter. Okay. Leute, der Kirschbaum kommt jetzt dran. Mann, Mann. Was sieht man das überhaupt? Die ersten Blüten. Hier. Und in die Sonne. Ja gut, da sieht man ja gar nichts. So, hier. Hier. Ah. Der. Ach, der ist so schön. Der Kirschbaum, der hat schon immer wunderbare Kirsche. Aber die Starren, die sind manchmal schneller wie mir. Das ist ein Traumbaum. Den habe ich mal vom Udo geschenkt gekriegt. Schon 100 Jahre her. Das Ding ist geil. Okay, da wollen wir mal sehen, wie der weiterblüht. Das sind die ersten Blütenaufnahmen von 23. Und wir haben fast Ende April. Wie hast denn du die gerade mal hier hineingeschlichen? Ja. Junge. War schon da mal gute Zeit. Ja, und dann hast du noch ein Poldor, was ganz Neues. Was macht die Güllepumpe eigentlich? Gut. Wo ich hinkomme, werde ich gelobt. Lobe ich euch über den grünen Klee. Ah, okay. Da fragen sie mich danach. Ja. Und jetzt hast du dir das Ding angelacht? Ja. Ist das ein 750er? Nee, 900er. Gut, du machst jedenfalls schon mal die Ventildeckel runter. Wir gucken erst mal nach der Ventile bei dem Apparat. Kompression tun wir dann auch mal prüfen. So ja. Mit dem Spaß. Hat die das wirklich drauf oder weißt du was nicht? Ich weiß angeblich, dass der Motor 4000 Kilometer erst gelaufen hat, hat der mir gesagt. Bei ihm selber? Nee, den hat er irgendwie nein machen lassen. Aber es lief nicht richtig. Na gut, ob wir alles glauben können. Ja, das ist ihm auch ein Es gibt auf der Welt immer so, ne? Es gibt viele, viele Lügebeutel. Das sehe ich auch im politischen Bereich. Ja. Die belügen uns und werden auch nicht immer rot. Die werden auch nicht immer rot dabei. Na gut, wir überprüfen das. Und alles gut. Heute Abend war ich noch zum Sattler. Dann nehme ich die BMW mit und der Steffi ihre Honda. Das sind jetzt die nächste, wo wir am Sattler drankommen. Und ich bringe zwei mit, weiß nicht, ob ich heute Abend noch filmen kann. Aber jetzt gehen wir gerade mal zum Dirk. Der Dirk fängt nämlich schon wieder ein neues Projekt an. Wir gehen mal hinaus. Hier ist jedenfalls der Rahmen von der Bandit, von der 600er. Dirk hat hinten das Heck schon umgestaltet. Es gibt ein zweites. So. Er steht jetzt weg schlecht. Mit dem Motorrad kommt er mehr so. Ja. Läuft alles bei dir? Die Platte hast du auch schon gemacht. Ich bin ganz klar wegen der Länge. Ja. Gut. So ungefähr. Alles klar. Ich lade nachher die Motorräder ein. Ich fahre heute noch zum Sattler. Gut. Jo. Dein Roller ist noch nicht fertig, die Sitzbank. Genau. Ich rechne ja heute. Ja. Ja, Leute, es ist über eine halbe Stunde schon wieder rum, gell? Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Wie auch immer. Dieselbe Sprüch. Bleibt, wenn ihr Motorrad fahrt, auf den Dinger sitze. Wenn ihr spazieren geht, passt auf die Blümchen auf, die jetzt gerade anfangen zu blühen. Und erfreut euch des Lebens. Macht's gut. Wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.